Ja, wir müssen jetzt eigentlich darüber, ne? Wenn ich so bedenke. Wir haben ja hier hinten zu Beginn. Ja, die Map ist groß. Wir hatten ja so viel noch, was wir nicht erkunden konnten. Aber ich denke mal, wir werden sowieso nochmal einen neuen Zyklus kriegen. Deswegen. Sagen wir, gehen einfach weiter. Auch wenn ich gleich sterbe. Aber man kann diesmal nichts erkennen, ne? Ziel aktualisiert. Ja, hier kommt man anscheinend auch nicht wieder zurück. Die Teleportstation in der Wüste hat mich zur Zitadelle gebracht. Hinter die Mauer im Wald. Oh. Hinter die Mauer in dem Wald? Hm. Okay. Okay. Warte mal, war da auf der anderen Seite noch irgendwas? Nee, da ist nichts. Wenn ich schon so weit rausfliege. Weiße Schatten, fast erreicht. Übertragung kommt laut Scans aus dem Turm im Innern des zitadellenartigen Komplexes. Ah. Okay, das heißt, danach geht's weiter. Storytechnisch, oder wie? Bis jetzt ist ja immer noch der Punkt mit dem weißen Schatten hier. Das war ein Ursprung da gekommen. So. Reparatur? Ja. Sollte ich die mal gleich einsetzen, weil sonst bin ich definitiv mit dem nächsten Hit weg. Da, das sieht so eklig aus. Oh! Modularer Kalibrator. Waffenstufe einfach mal verbessert. Okay, okay. Da oben ist eine Kiste. Ah, jetzt kriegen wir ja eigentlich alles, was wir wollen, ne? Unheil. Verfallene Zitadelle. Aggressive Maschinen entdeckt. Vollautomatisch. Okay, das ist einfach mein Maschinenvolk. Die Vorgänger der Reaper oder was? So, wir wissen, da hinten gab es ja noch eine Kiste. Die hole ich mir jetzt mit Bärstendes Feuer. Oh, eigentlich sollte ich das jetzt auch weiter stufen, ne? Aber irgendwie. Die Waffe hier, die ich jetzt aktuell habe, die ist schon gut. So, jetzt ist natürlich hier umschauen mit der Map hier ein bisschen. So, ein bisschen gucken. Kommt man jetzt da hoch? Okay, hier gibt es definitiv noch was für einen Doppelsprung, oder? Okay, also es gibt definitiv noch einen Doppelsprung oder sowas. Muss es ja geben. Das war's. Bald habe ich es geschafft. Der Ursprung des weißen Schattens ist hier. Bald weiß ich warum und dann begrabe ich diese Erinnerungen endgültig. So viel Verzweiflung. Ist das Ihre Stadt? Hier gibt es nur Leichen, kaputte Maschinen. Ich gehe jetzt zum Übertragungsturm. Dass das da sein soll, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Echt, ich blick hier nicht durch. Mal, hier ist noch so ein Greifarm-Dingens. Warum ist hier so ein Greifer?
interessant. Etwas, was mir jetzt gerade noch nicht erschließt. Okay. Nein. Wahrscheinlichkeit der Fehlfunktion hoch. Schädlicher Schlüssel. Wetter, es gibt auch lebendige. Wer weiß das schon? Wir können uns jetzt ein Tor aussuchen. Soll ich meine einzelnen Schlüssel wirklich dafür verwenden? 1, 2 oder 3? Also laut Karte. Ja, also ich stehe ja jetzt so. Laut Karte haben wir diese Option. Entweder so ein Automat, wo wir nicht wissen, was das sein wird. Random. Kann gut oder auch schlecht sein. Oder halt zwei Tore mit Sammelzeug. Einmal mit 2 und einmal mit 3 Items. Sagen wir, machen einfach mal das. Das linke. Ist ja wirklich wie die alte Sendung. Ja, schon. Wie hieß denn das doch mal? Das war doch hier bei Glücksrad. Glücksrad hatte das doch. Und alles unheilvolles Zeug. Eingelassene Obelit hält 2 Sekunden länger, verringert Leistung um 15%. Überlebst einen tödlichen Hieb, löst sich danach von selbst ab. Löst beim Ablegen eine kritische Fehlfunktion aus. Erhöhen des Adrenalinpegels. Eine Eliminierung weniger erforderlich. Bevorstehende Fehlfunktionen haben gravierende Auswirkungen. Das, was ich mal lief auf Kika, als ich Kind war, okay. Ich kenne das bei Glücksrad. Das ist alles nichts, was ich so nehmen möchte. Egal, Schlüssel umsonst. Ist jetzt auch egal. So. Hier gibt es auch Schriften. Wiederholte Klaviertasten. So viel zerstört. Wir wollten kommunizieren. Doch letztlich wurde alles 9 Ebenen in Gehenna? Folgen Schöpfer Zerstörer. Was? Was sind das für Geräusche? Klar, das heißt, ich muss erstmal hier reingreifen. Ich hab hier was zum Scannen. Ausrottungssphäre führt zur Loslösung sämtlicher Parasiten. Ja, ich möchte nach Möglichkeit nur gute Parasiten einsammeln. Von daher ist das für mich nicht wirklich das, was ich jetzt gerade benutzen könnte. Hier gibt es auch mehr Parasiten. Und das Ding ist doch ein Parasitenloslösungsgerät. Ist klar. Verringert Abklingzeit um 3 Sekunden. Aufsammeln bewirkt Schaden. Nein. Erhöht Adrenalinpegel um 1 Eliminierung. Verringert Leistung um 15%. Das ist auch nicht so geil. Es gibt wirklich nur selten Parasiten, die irgendwie wirklich einen Nutzen haben. Hä? What?